Willkommen zurück zum Snowrunner. Ich würde sagen, wir gehen gleich ins Spiel rein und dann gucken wir mal, was wir heute machen. Beim letzten Mal haben wir ja die Brücke gebaut und einen Wachturm besichtigt und die Pipeline haben wir repariert. Und heute machen wir die nächsten drei Aufgaben, beziehungsweise in dieser Folge machen wir die nächsten drei Aufgaben. Und ja, da gucken wir gleich einmal auf die Map. Und wir wollten, glaube ich, hier hinten das machen, den Öltank, den Felshindernis und uns das Upgrade holen. Und ja, was brauchen wir dafür? Wir machen jetzt erstmal hier Felshindernis, Verfolgung starten. Wir brauchen einmal Stahlträger und die kriege ich von da hinten. Das heißt, da werden wir ja gleich mal hinfahren, hier mit unserem International HX520. Einmal Stahlträger. Genau, dazu müssen wir jetzt einmal wenden. Ach, wir haben kein Benzin mehr, wie ich gerade sehe. Ich könnte mich jetzt bergen lassen. Ups, jetzt bin ich aus dem Spiel rausgetappt. Aber, ja, das würde ich sagen, machen wir jetzt mal nicht. Wo ist die Werkstatt? Da. Kraftstofftank kaufen, dann können wir mal gucken, ob es noch was Neues gibt. Nö, Ersatzrad brauchen wir nicht. Differentialsperre haben wir alles. Achso, Reifen. Ja, wir haben eigentlich Offroad-Reifen drauf. Sollte wohl funktionieren. Federung haben wir nichts Besonderes. Offroad-Getriebe haben wir einen besseren Motor. Auch nicht. Okay, das heißt, wir machen jetzt Werkstatt verlassen und fahren dann los. Achso, Licht muss ich noch anmachen. So, Licht ist an und dann fahren wir jetzt mal zum LKW zum Auftanken. Achso, jetzt ist auch noch Nacht. Das machen wir gleich mal anders. So, jetzt haben wir Tag. Uiuiui. Uiuiui. Sind wir jetzt ein bisschen gerutscht, würde ich sagen. So, da vorne steht auch schon unser LKW, den wir jetzt nachtanken müssen. Erstmal frühzeitig bremsen. Alter Junge. So, ich würde sagen, wir fahren mal daneben. Ein bisschen hier rauf. Nicht, dass wir noch umkippen hier. Sieht nämlich fast so aus. So, nachtanken. Nee, Quelle ist natürlich Kraftstofftank und der hier ist das Ziel. Tanken wir natürlich voll. Und dann würde ich sagen, fahren wir dem LKW hier mal ein bisschen zur Seite. Keine Ahnung, wo am besten hin. Hier so, ein bisschen an den Rand. So, dann wenden wir und fahren dann, wo müssen wir eigentlich hinfahren? Zur Fabrik. Den Baum noch umfahren. Nochmal zurücksetzen.
Ich hoffe, ich komme da wieder rüber. Hallo. Schön gegen die Leitplanke. Dann fahren wir halt zurück. Ja. Gut, wunderbar. So, dann würde ich sagen, legen wir mal unsere Reise. Treten wir mal unsere Reise an. Bis hoch zur Fabrik. Oha, da sind wir voll gegengerutscht. Gegen die Leitplanke. Naja, macht nichts. Kommt schon mal vor. Kann ja mal passieren. Eieiei. Ein richtiger Drift hier am Start. Hui, Alter. Junge. Jetzt kommen wir hier wieder an unsere Stelle, wo wir mal stecken geblieben sind mit unserem Pickup. Aber hier mit dem LKW ist das kein Problem mehr. Da vorne sehen wir auch schon die Pipeline, die wir beim letzten Mal repariert haben. Da können wir jetzt perfekt langfahren. Let's go. Wir stecken fest. Oder müssen uns hier durchquälen. So, auch das haben wir mal wieder super gemeistert. Gehen wir in die Führerhaus. Ah, Junge. So sieht's von drinnen aus. Mal gucken, wann wir wieder ein bisschen schneller vorankommen. Los, kämpf dich hier durch. Na, wie sieht's aus? Schaffen wir es denn mal? Sieht gut aus. Okay. Auf der Rücktour werden wir hier tanken. Noch haben wir genug Sprit dabei. So, kommen wir wieder zur Flussdurchfahrt. Aber wie wir vom letzten Mal wissen, ist das ja gar kein Problem. Oha. Alles ist maximal eingefroren, aber das Wasser fließt. So, ich glaube, hier rein müssen wir, oder? Ja. Factory. So, da vorne sehen wir schon die Einfahrt zur Fabrik. Schauen wir mal rauf hier aufs Gelände. Und dann laden wir uns mal Stahlträger auf. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte. Ja, ja, schließen. Karte. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich die Straße entlang fahren. Das machen wir auch mal. Wir fahren erstmal dann tanken und dann fahren wir hier die Straße entlang. Bis da. Dann müssen wir nicht durch den Matsch fahren. So, Stahlträger sind aufgeladen und dann fahren wir jetzt mal Richtung Tankstelle und dann geht's weiter zum Felshindernis. So, verlassen wir die Fabrik und fahren Richtung Tankstelle. Hier wieder die Wasserdurchfahrt.
Uiuiuiui, das sah krass aus. Dann wäre er, glaube ich, fast umgekippt. Zumindest sah es innen drin so aus. So. Angekommen, tanken, weiter geht's. Jetzt fahren wir auf eine Straße, da sind wir noch gar nicht gefahren. So, 100 Meter noch, dann kommen wir an. Und da hinten ist es schon, ist unsere Markierung. Alter, nochmal schön gerutscht. Ah ja. Entladen. So, das war's, oder was? Okay, haben wir die Aufgabe also geschafft. So, dann gucken wir mal. Die nächste Aufgabe war hier diese Öltanklieferung. Und jetzt muss ich mal gucken, von wo ich die holen kann. Öltanklieferung. Lieferung zur Tankstelle. Tankanhänger. Dahin. Den müssen wir natürlich erstmal rausziehen. Ja, wird aber der Stand jetzt nicht so schlecht. Außerdem haben wir noch eine gute Seilwinde. Von daher glaube ich, sollte das kein Problem sein. Also fahren wir da mal schnell hin. Na, den Grill hätten sie hier aber auch mal richtig wegräumen können, ne? Erstmal die Dinger hier umfahren. So. Noch einmal hier durch das Wasser und da steht auch schon der Tankanhänger. So, hier Lastengang. Fahren wir mal so rückwärts hier rein. Am Baum natürlich vorbei. Und rückwärts. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr nach rechts jetzt sozusagen. Damit wir gleich die Seilwinde da anbringen können. Ich glaube, das sollte schon ausreichen. Wenn wir mal die Seilwinde anbringen. Okay. Oha. Und nicht rückwärts fahren. Nein, 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 nein. Mal ein Stückchen rückwärts fahren. So, okay. Warum? Ah, doch, jetzt. Jetzt kriege ich es an die. So. Ziehen wir mal das Ding hier raus. Noch sind die Missionen ja einfach, also von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Da hing das Spiel kurz. Okay, stopp. So, Anhänger ankoppeln. Wunderbar. Dann geht's mal ab zur Tankstelle. Das ging jetzt besser, als ich gedacht habe. Lastengang hier für den Fluss. So, jetzt kommen wir hier auf befestigten Straßen und ja, jetzt gibt es hier natürlich ein anderes Problem, da der Tankanhänger wahrscheinlich voll ist und wir eigentlich
leer hier rumfahren, sozusagen mit unserem LKW, haben wir natürlich jetzt auf den vereisten Straßen folgendes Problem, dass wenn wir zum Beispiel bremsen oder irgendwo einen Berg runterfahren oder dann hier eben einen Hügel, dass der Anhänger von hinten ganz schön schiebt und dann kann das echt manchmal brenzlig werden. Vielleicht kommen wir da noch zu so einer Situation, aber ich hoffe natürlich nicht. Okay, Licht ist, muss man mal anmachen. Jetzt hängen wir hier auf den Stein fest oder was? Jetzt hängen wir hier auf den Stein fest, auf dem da. Auf diesem hier, direkt neben uns. Was ist denn nun los? Okay, wir kommen nicht weiter. Brauchen wir mal die Seilwinde. Die uns hier kurz hochzieht. Weil es hier so vereist ist, kommen wir echt nicht so gut voran. Lass den Gang mal raus. So. Die Seilwinde hat uns mal wieder gerettet. Oha. Da rutschen wir ganz schön. Der schiebt echt ganz schön. Und der Anhänger ist komplett voll mit Benzin oder Diesel oder was weiß ich, mit Kraftstoff. Und das merkt man ganz schön beim Bremsen. So, ich mach mal kurz Helligkeit. Der Tag bricht an. Nichts passiert. So muss man das hinbringen. Aha, okay. Mann. So, annehmen. Haben wir das hier auch geschafft? So, jetzt wollten wir hier noch das Upgrade rausholen in der Folge. Dafür nehmen wir natürlich aber wieder unseren kleinen Pickup-Truck. Gehen wir in die Werkstatt. Trucklager. Den hier? Nee. Den hier? Nee. Wo ist denn unser... Hä? Karte. Fahrzeug, ah hier. Ach, der steht doch da oben. Da können wir vielleicht das Upgrade hier auch gleich noch holen. Aber das probieren wir wohl. So, dann holen wir noch das Upgrade und das andere Upgrade. Und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ich komme doch gar nicht auf diese Seite da, oder was? Ich muss mal gucken, auf welcher Seite ist das? Ah, es ist auf der Seite. Okay. Na dann. Ah ja, da vorne ist es. Ah, jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Alter. Junge. Nein, 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 nein. Hoffentlich kann ich irgendwo meine Windy anbringen. Ah ja, wunderbar. Okay. Winde lösen, danke. Okay, Upgrade anzeigen. Westline V16M 2300. Mal gucken, für welche Trucks. Den Western Star 6900 Twin Star. Twin Steer, Entschuldigung. Den haben wir. Okay. Gut. Ist zum Kauf verfügbar. So, komme ich jetzt hier. Ich fahre zurück. Hoffentlich kippe ich nicht um. Hier mit diesen großen Steinen. Wir machen das eigentlich so wie gerade. Okay, Winde, 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 Winde. Eieiei. Junge. Okay. Das eine Upgrade haben wir schon mal.
fast sicher rausgeholt. Dreimal fast umgekippt. So, jetzt fahren wir zum anderen Upgrade. Ups. Ist schon ein Stückchen. Ist schon ein ganz schöner Weg. Ups. Achso, hier ist ein Gebäude. So, los geht's. Holen wir mal das andere Upgrade. Oh, die Sonne. So, jetzt kommen wir hier wieder durch die lange Wasserdurchfahrt. Aber das ist hier kein Problem. Das ist hier relativ flach. Außer am Ende. Da wird es doch noch mal ein bisschen tiefer. Aber kein Problem für unser Auto. Kommen wir locker durch. So, jetzt sind wir hier auf so einem kleinen Nebenweg. Und mal gucken, ob wir es jetzt hier raus schaffen oder nicht. Mal kurz die Winde einsetzen. Nochmal. Nochmal. Wunderbar. Geschafft. Jetzt darf man nur nicht hier rechts runterfallen. Manchmal hat der Wagen hier dann auf einmal so einen Grip und der macht einen richtigen Satz nach vorne. Das ist manchmal ein bisschen blöd. Ach, hier ist ja der Weg, wo man denkt, hier ist keine Straße. So, rausgezogen. Oller Weg. Da kannst du gar nichts. Gleich ins nächste Modderloch. Alter, Junge. Aha, hier geht's also zur Stadt. Hab noch keine Stadt gesehen hier. Erstmal den Baum mitnehmen. So, die nächste Wasserstelle, wo wir fast drinne stecken bleiben. Kein Windenpunkt in Sicht. Na, toll. So, geht trotzdem. Langsam, aber es geht voran. So, geschafft. Kommt gleich die nächste Stelle hier, wo man aufgehalten wird. Und hier kommt schon das nächste Wasser. Oha. Da fliegt der Matsch. Okay, Wind ist am Start. Die Windy ist dein größter Freund in dem Spiel. So, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo wir zum Upgrade kommen. So, das heißt, wo fahren wir jetzt am besten lang? Die Frage ist, das hier ist Wasser. Kommen wir da hinten durch? Müssen wir mal probieren. Frage ist, kommen wir hier überhaupt durch? Also, klar kommen wir hier durch die Steine durch, aber so mal gucken. Ah, hier kann man wahrscheinlich durchfahren. So, da hinten müssen wir hin. Zur Not haben wir hier auch noch Bäume. Für unseren Freund die Winde. So, erstmal ein bisschen ziehen. Noch mehr ziehen. Genau. Ah, da hinten sieht man schon. Ganz da hinten sieht man schon
die gelbe, das gelbe Viereck. Jetzt geht's ab. Alter. Warum ist das Viereck jetzt nicht hier vorne? Sondern ich muss da wieder halb ins Wasser reinfahren. Alter, klar, jetzt mal über das Auto. Boom. Ich bin ein Monster-Truck. Komm. Ui. Ja, danke. Upgrade erhalten. Erhöht. Erhöhtes Federungsset. Perfekt geeignet für alte Straßen und Offroad-Einsätze. Truckliste. Freightliner M916A1. Habe ich noch gar nicht. Egal, kriegen wir vielleicht noch irgendwann. Okay. Okay, ich glaube aber, es ist besser, wenn wir eher zurückfahren. Noch ein Stückchen vor. Zurück. Müssen wir nochmal Monster Truck spielen, um hier rüberzukommen. Zieh dich durch. Ah, wunderbar. So, haben wir das Upgrade auch geholt. Das war ja auch einfacher, als ich gedacht habe. Bisher kommen wir gut voran. Ja, das war es eigentlich schon mit der Folge. Wir haben alle drei Aufgaben in dieser Folge erledigt. Wir haben dieses Hindernis, ja, haben wir beseitigt auf der Straße. Wir haben den Tankanhänger zur Tankstelle gebracht und wir haben hier sogar zwei Updates haben wir geholt. Mehr eigentlich als wir wollten, aber das eine lag so halb auf dem Weg, weil von daher war es schon okay. Dann fahren wir jetzt hier erstmal kurz raus und dann gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. Handbremse. So, wenn wir jetzt hier mal unsere Karte ausrichten, dann gibt es zum Beispiel hier noch eine Aufgabe und hier gibt es noch Frachtcontainer. Hier gibt es noch einen Hammer, den man irgendwie aus... Ne, Werkzeug auf dem Eis. Okay. Hier ist auch nochmal festgefahren in den Bergen. Keine Ahnung. Wir können auch hier nochmal hinfahren zu dem Aussichtsturm. Das könnten wir eigentlich beim nächsten Mal mal machen. Also, beim nächsten Mal werden wir mal hier den versunkenen Hummer uns holen. Hammer. Den versunkenen Hammer. Es ist ein Auto. Dann werden wir uns Werkzeug auf dem Eis mal angucken. Wir werden uns das hier angucken. Wir werden uns das hier angucken. Und wir werden hier zu diesem Aussichtspunkt fahren. Ja, das sind erstmal die Sachen, die wir beim nächsten Mal machen. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute bis dahin. Das war Folge 3, Season 1, Folge 3 in SnowRunner. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.